Das Wetter im Rheinland wirkt für die Engländer noch einigermaßen vertraut und auch die Kohlenpottkulisse von Duisburg kennen sie aus dem Vereinigten Königreich. Wir dürfen an Bord und die letzten Kilometer bis Düsseldorf mitsegeln bzw. tuckern, denn die Hauptarbeit leistet der 5-Zylinder 130 PS Diesel. Rund 220 nautische Meilen hat die Crew mittlerweile zurückgelegt, also 400 Kilometer. Angefangen hat alles in einer kleinen westenglischen Hafenstadt namens Ipswich. Zwei Yachten wurden geplant, gebaut und losgeschickt, um in Düsseldorf die Traditionswerft Oyster zu repräsentieren. Von Ipswich aus geht's aber eigentlich in die ganze Welt. Das Mittelmeer und die Karibik sind beliebte Ziele. Manche bleiben im United Kingdom. Routiniert navigiert die Crew ihre 18 Meter Yacht den Rhein hinauf. Die Crewmitglieder sind aber auf allen Meeren dieser Welt zu Hause. Wenn eine Oyster irgendwo auf der Welt Probleme macht, dann wird bei millionenschweren Booten Service ganz groß geschrieben und der Techniker fliegt ein. Wenn sich Eigner eingerichtet haben, können sie einen Kundenservicebesuch bekommen. Dann kommt der Manager, egal wo das Boot liegt, und geht alles Unklare noch einmal mit dem Eigner durch, was von der Übergabe nicht im Gedächtnis geblieben ist. Und danach reicht ein Anruf und wir helfen. Wie kaum etwas anderes verkörpern Segeljachten pure Freiheit. Ein Erfolgsrezept. Aber nicht jede Yacht weckt gleich Emotionen. Diese hier aber wurde von Rob Humphrey gezeichnet, erfahrener Designer für Yachten des America's Cup und des Volvo Ocean Race. Je nach Wind sind 12 Knoten entspannt möglich mit der Oyster unter gut 200 Quadratmetern Segelfläche, ohne Spinnaker. She's quick. Sie ist schnell, sie steuert sich leicht und einfach, spricht sehr direkt an. Das ist besonders gut, wenn man anlegen muss oder navigieren auf kleinem Raum. In Düsseldorf müssen die beiden Oysterschwestern das gewohnte Medium verlassen. Aus dem Wasser geht es durch die Luft an Land. Auch die Organisatoren der Wassersportmesse sind froh, dass die schnittigen Segler gut angekommen sind. Die Oyster bei uns jetzt im Hintergrund ist mit Sicherheit eine der größeren repräsentativen Schiffe, aber wir zeigen vom Kanu über die kleinen Segelboote, kleinen Motorboote, alle Kategorien und Facetten, die es im Bootsbereich zu sehen gibt. Zum ersten Mal präsentiert Oyster eine Yacht mit Doppelsteuerstand. Zum ersten Mal landen die beiden Segler an auf europäischem Festland. Und als erster Düsseldorfer darf Kran Big Willy die Damen berühren. Alle anderen haben dann auf der Messe Boot die gleiche Chance. Wirklichkeit wird die Träumerei für 14 Euro Tagesticketpreis oder für 2,5 Millionen Euro. Denn dann darf man die Auster bzw. Oysterperle gleich mitnehmen.